Thank you.
Palast des Hohenpriesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie so mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, nicht auf das Fest, auf das Fest. Die Evangelium gepredigt.
Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
kamen die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm: Komm! Ich will's hören.
gesprochen hatte. Sagten auch alle Jünger.
hieß Gethsemane und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis dass ich dort Thank you.
sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so die dieser Kelch von mir? Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder. Dadurch erhielt er mich und alle von unserm Vater. Hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden dieser Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt. Thank you.
seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ihr Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Thank you.
Thank you.
sprach von Ferne, bis in den Palast des hohen Priesters, und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf das er sähe, wo es hinauf wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten, und der ganze Rat sucht ein falsches Zeugnis wider Jesum, auf das sie ihn töteten und funden keines. Jesus schweigt zu falschen Lügen.
Der Hohepriester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen. Was erst sehen werdet des Menschen Sohn, sitzen zur Rechten der Kraft. Seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Ist es Thomas schon? Schlugen ihn mit Fäusten. Etliche Arme schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Thank you.
saß draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du wirst auch mit dem Jesus Galiläer. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: aber mal und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro: Wahrlich, du bist auch einer von denen. Ich
alle Hohepriester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sei Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe immer getan, dass ich unschuldig Blut verbraten habe. Sie sprachen: Was geht uns das an? Was geht uns das an? Das sich davon ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt nicht, es sind das Liebste. Sie haben genommen 30 Silber.
welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfersacken, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt wurden, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas! Oder Jesu, von dem gesaget wird, er sei Christus. Denn er wusste wohl, dass sie ihn aufs Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gericht? Überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesu umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen: Soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, ihr seid Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kommen.
Thank you.
die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut Thank you.
die Kriegsknechte des Landflieges Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand. Und beugten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Gepriesen, 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 das Haus ist das Gepriesen, das Haus ist das Gepriesen. Und speierten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt.
Sprachen Sie, ich hoffe, es geht mir das. Bald lief einer unter Ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Roll und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen, halt, halt, lass sehen, ob mir das kommt und ihm helfen.
aus den Gräben nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesu, da sie sahen, dass er geblieben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedee. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihn ihm geben.
selbst begraben. Stein vor die Tür des Grabs und ging davon. Es war aber da Maria Magdalena und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Des anderen Tages, der da folget nach dem Risstage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir haben gedacht, dass diese Verführer spontan wir noch leben.
Güter, gehet hin und verwahret, wie es wisset. Sie gingen hin und verwahrten das Grab mit Hüten.